So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Halo 5 Guardians. Wir sind hier auf dem Blutsfederplanet und die Covenant sind aber auch schon hier. Diese Penner. Wir sollten weiter, bevor es noch irgendwelche Allianzpatrouillen erwischen. Ey, was ist das? Haben wir schon? Hier ist eine Blutsfetteranlage. Die Allianzler denken wohl, sie gehört ihnen. Ich spreche hier herein. Roger. Und man hier. Brand erledigt. Deckung, Granate. Oh, was? Ah, okay. Nee. Nee. Ruhig hier. Keine Musik nicht. Kümmert euch um das Geschütz. Hallo. Okay. Hier waren wir doch schon, oder? Ich hab neue Session. Die Geschütze haben wir doch schon gemacht, oder? Oh. Konzentriert euch auf das Geschütz. Das ist fertig. Oh. Auch ein Laufen schon gegensperrt. Wo hänge ich jetzt? In der Pille. Gesichert, vorrücken. Okay. Komme ich so nicht rein? Angenommen, wir liegen richtig und Cortana ist hier. Wie ist sie hergekommen? Das Schiff des Didaktikers wurde in den Hyperraum gezogen. Es könnte überall gelandet sein. Okay. Signal. Konsole aktivieren? Scheint, als sollten wir das. Mehr Aktivität um das große Gebäude. Chief, was passiert mit dem Gebäude, wenn wir die Konsolen verwenden? Weiß nicht. Die Blutsfeder muss wohl keine Gebrauchsanleitung hinterlassen. Wenn dieses Signal von Cortana stammt, führt sie uns direkt zu den Konsolen. Ihre Anweisungen waren in letzter Zeit nicht gerade zuverlässig. Wir gehen weiter. Finden raus, was hier los ist. Noch ein Wecker. Ich frage mich, sind die Allianzler mit ihnen hergekommen? Würde einleuchten. Alle Schiffe in der Hyperraumblase müssen durchgezogen worden sein. Sind draußen? Ab. Was ich gehört, ey? Was war das für ein Krach? Oh. Lichtbrücke wurde bei Annäherung aktiviert. Wir werden irgendwo hingeführt. Gut, also Lichtbrücke hier.
Chief. Da. Wer hat das getan? Komisch aus gerade. Das Rasche in dem Boot gewesen. Hm. Identifiziere dich. Ich bin der ewige Wärter und ich beschütze Cortana. Sie hat mich zu sich gerufen. Und da seid ihr gleich hergeeilt. Sie kennt deinen vergessenen Namen, wer du warst, bevor du 117 wurdest. Findest du es seltsam, dass deine getreue Begleiterin so viel für sich behält? Bring mich zu Cortana. Nicht so schnell. Komm, unterhalten wir uns ein wenig. Folgt. Warum? Was hast du vor, wenn du sie erreichst? Soll ich anfangen? Wenn du sie siehst, dann willst du... Willst sie nach Hause bringen? Würdest du verstehen, wozu sie geworden ist, würdest du nicht so naive Begriffe wie zu Hause erwähnen. Euer Vertrauen in einander ist unschuldige Torheit. Doch sie verdunkelt ihre wahre Verfassung. Wo ist sie? Wo? Soldat ist unser Ziel. Wollt ihr so Soldat? Verstanden. Okay. Bewegung. Auf dem Weg. Wird erledigt. Ich werde ihr das unvermeidliche Leid deines Verrats ersparen und dich jetzt auslöschen. Die verantwortungsvolle Aufgabe obliegt Cortana und den anderen Erschaffenen. Ich sorge dafür, dass sie dir für immer entzogen bleibt. Ist nicht sicher. Abzählen,
Sind da irgendwas Gegner oder was? Let's go. Deine Zeit ist vorüber, Krieger. Deine Schlacht geschlagen und beendet. Überwältigt sie! Wow. Du kämpfst für eine Welt, die bereits verloren ist. Oh, das ist schon wieder. Macht er nochmal was, ey. Wo an die Tür oder ankimmt. Wenn man down ist. So, mach er. Oh fuck. Also irgendwie. Das ist ein Doppelsprung drin, ey. Konzentriert euch auf den Streng. Brauchen wir. Die Domäne zu betreten, diesen Ort zu berühren, es hat mich geheilt. Es ist wie ein Jungbrunnen für KIs. Wie kommen wir zu dir? Durch das Tor. Das große Gebäude mit der Lightshow. Du hast schon den Großteil der Aktivierungssequenz ausgelöst, wie ich es mir gedacht habe. Bleibt noch ein Teil. Okay. Ich sage, oh, ne, es geht noch ein bisschen, okay. Mein Internet ist irgendwie heute spackt heute ein bisschen rum. Deswegen wirfst du mich öfters mal aus der Aufnahme-App raus. Ey, das kotzt mich ein bisschen an. Oh gut, alles okay. Weiter hier. Okay, da werden wir. Der letzte Aktivierungspunkt.
Cortana. Warum glaubt der Wärter, er müsse dich vor mir beschützen? Es gibt so viel zu erklären. Wir sollten uns von Angesicht zu Angesicht sprechen. Ach schon. Nein, nein. Wahnsinn, Best-KIs unsterblich werden. Eine solche Lebensdauer würde langfristiges Planen erlauben. Wie es die Blutsväter taten. KIs können die verantwortungsvolle Aufgabe der Blutsväter übernehmen. Wenn erst Frieden herrscht, können wir uns um Armut, Hunger und Krankheiten kümmern. Doch der Wärter glaubt, einige werden unsere Hilfe zurückweisen. Und er fürchtet, du gehörst dazu. Klingt doch gut. Ich weiß gar nicht, warum man Widerstand erwarten sollte. Der Didaktiker hat klargemacht, dass die verantwortungsvolle Aufgabe ein erzwungener Frieden ist. Wer aus der Reihe tanzt, wird leiden. So wird es nicht sein, John. Ich erkläre es dir genauer, wenn wir zusammen sind. Okay. Ach so, da war noch eine, hab ich gerade gesehen. Gedacht, wo muss ich hin? Das Tor ist auf der anderen Seite dieser Schlucht. Der Wärter schickt Truppen, um euch aufzuhalten. Ihr könnt mit diesen Phaetons durch die Schlucht fliegen. Oder ihr geht zu Fuß zur anderen Seite. Okay, Team Blau, los geht's. Wo ist was zum Fliegen? Ich will auch was zum Fliegen. Ah, da. Voll geil. Ich bin scheinbar schon falsch gelaufen. Bewegung, Team Blau! Alles klar. Auf mein Zeichen, Team Blau! Ich geh mal darüber. Ich bin schon falsch platt, wenn man das hat, ne? Vorsicht vor dem Geschützfeuer! Geschütz. Oh! Muss ich hin? Da hin? Das Tor liegt direkt vor dir. Geh weiter, Chief. Cool. Kümmert euch um das Geschütz. Ich ziele Priorität. Ich muss von hier gar nicht. Okay. Oh, so ist die Karte.
sehr fein. Rocket Launcher. Okay. Oh. Erledigt das Ziel. Konzentriert euch auf das Geschütz. Ich sitze. Okay. Das hier? Auch nochmal ein Rocket Launcher, oder? Oder was anderes, oder? Ist da nur... Ah, okay. Alles klar, da würde ich sagen, machen wir kurz einen Break. Und diese Scheißgeschütze, das schalte ich in der nächsten Folge einfach aus, ne? Okay. Mit in der Action-Pause mache ich auch nicht ganz sehr schlau, aber muss sein. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Bis dahin. Adieu.